If I succeed them, they come, Stormtrooper. This is mine. Let's play. Da steht keine Androiden erlaubt. Finde Lieutenant Anderson. Wo fangen wir an? Also, Patterson Jimmy. Hallo, auf jeden Fall freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir suchen Lieutenant Anderson. Scheiße. So, der hat sich zugedreht, also können wir den jetzt kennen. Myers Derek. Okay. Wer bist du? Dempsey Edward. Der ist immer noch weggedreht, aber der hier? Wer bist du? Gray Chris Christopher. Lieutenant Anderson Hank. Aber wen haben wir denn hier noch in der Bar? Graham? Johann Kim? Aber den kann man noch. Warren Dennis? Vorstrafen Betäubungsmittelverkauf? Robert Chris. Hey, verschwinde hier. Und wer bist du? McCray Samuel. Okay. Ist noch mal hier dran? Gehen wir jetzt zu Lieutenant Anderson. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Ist ja erst die fünfte Bar. Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen. Aber ich fühle mich absolut wohl. Ja. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Wir beharren mal. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisung hinstecken kannst? Nein. Oh mein Gott. Oh.
Nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Jim-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Sagtest du Tötungsdelikt? Auf einmal haben wir seine komplette Aufmerksamkeit. Geht doch. Spendier ihm einen Drink und alles ist gut. Ja, Hauptsache was zu trinken für unterwegs. Yeah. Geht ja voll ab hier, der Kopf. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil vom Bleib im Auto hast du? Der Auto. Er sprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Geht nach, fang der Vermieter an. Sein Mieter war... Erstmal nur folgen. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seine Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Okay. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Nur 3? Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er... Okay, was ist das? Wieder Crystal Red oder so? Red Ice, genau. Nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Der zweite. Keine Finger abdrehen. Okay. Echt jetzt? Mit einmal abschlecken? DNA-Analyse vollständig? Was ist das für ein Club? Wir sollen doch nichts anfassen. Hm. Die Buchstaben sind perfekt. Habe ich hier im ersten Raum noch was vergessen? Perfekt. Viel zu sauber. Kein Mensch kann so schreiben. Chris. Noch mehr Blut. Ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Noch mehr Blut. Red Ice.
Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Also immer noch er. Okay. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Was kann ich hier lesen? Wird erledigt, Lieutenant. Andere Position. Gossips Weekly. Okay. Mal gucken mal. Also, ich lese die Sachen, die mich interessieren. Andere werde ich jetzt nicht vorlesen. Wenn ihr es lesen wollt, ihr könnt es pausieren und euch das gerne durchlesen. Androidenspione, das ist doch gerade die Angst von den Menschen. Okay. Mein Lesen hatten wir schon. Da L1, dort L1, da fehlt das Messer, okay. Das Untersuchen, Baseballschläger. Mit wem? Immer noch dem Opfer. Okay. Richtige Aufbau. Spuren von Tyrion. Reichler nahm ein Messer. Okay. Oh, scheiße. Also im Prinzip hat der ihn geschlagen und der hat dann das Messer genommen und sich verteidigt. Scheiße. Was fehlt mir da jetzt noch da vorne? Ja, das habe ich ja schon. Was habe ich hier übersehen? Die Hintertür. Was kann ich hier? Schuhabdrücke. Modellgröße 10. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Okay. Was haben wir übersehen? Ich habe irgendwas nicht untersucht und ich will wissen, was. Beweisstücke. Na los, Leute, macht mal hin, wir wollen ja nicht übernachten. Keine Sorge, hier will niemand länger bleiben als unbedingt notwendig. Normale Buchstaben, Schrift, Cyberlife Sans. Oh mein Gott. Echt jetzt? Was ist das? Life Free Fights. Was haben wir hier? Red Eyes. Okay, noch mehr Red Eyes. Das ist wahrscheinlich jetzt die Identität, genau. Das ist nochmal das Red Eyes. So.
Innere Blutung, Blutungen, 28 Messerstiche vor mehr als 19 Tagen verstorben. Das ist schon heftig. Übereinstimmungen in der Datenbank. Ortiz Carlos, Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzungen. Okay, jetzt können wir konstruieren auch nochmal. Okay, wir spulen vor. Wow. Hat er den verfolgt? Und immer wieder drauf eingestochen? Ja, dass er aus der Küche kam, das hatten wir schon. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Wir haben alles untersucht und sind eigentlich jetzt fertig. Oder? Ich weiß nicht, was jetzt noch fehlt. Okay. Sprech mit ihm. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Ja, sag's. Alles begann. In der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. Dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Sie nennen es blaues Blut. Okay. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen. Korrekt. Ja. Küche. Thank you.
Irgendwas stand hier. Wow. Wow, wie die Musik hier mitgeht die ganze Zeit. Das ist Wahnsinn. Echt. Hey, Hammer. Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh, bitte. Werden wir jetzt umgebracht? Müssen wir da wirklich rausgehen? Ich will mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist wie ein Horrorfilm. Ich mag keine Horrorfilme und keine Horrorspiele. Wir haben ja hier immer noch das blaue Blut. Oh mein Gott. Ich finde das Spiel ja cool. Und das Storymäßige ist auch cool. Ah, das. Oh mein Gott. Ja, wir haben dir nichts getan. Hi. Hallo. Ich hab mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant. Ach du Scheiße. Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Nein. Na los! Als sagt, ich dachte schon, der sticht jetzt auf uns ein, damit wir sterben. Meine Güte. Wow! Ich wollte gerade sagen, haben wir viel vergessen? Was habe ich denn alles vergessen? Die Dusche. Wir haben die Dusche überprüft. Irgendwas habe ich am Tatort nicht untersucht. Irgendetwas haben wir nicht untersucht und es scheint wichtig zu sein. Ich weiß nicht was. Kann ich nicht gucken, was ich vergessen habe? Nee, das sehe ich nicht. Schade, schade, schade. Irgendwas habe ich vergessen. Okay. Puh. Horror zum Schluss. Überhaupt nicht mein Ding. Ich dachte echt, der greift uns jetzt an oder sonst irgendwelche Szenarien. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.